Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Evoland. In der letzten Folge haben wir den Heiligen Hain betreten und uns bei dem ein oder anderen Rätsel doch sehr doof angestellt. Allerdings haben wir im Endeffekt diesen Tempel hier geöffnet, der mir ziemlich nach Dungeon aussieht. Beziehungsweise vielleicht ist auch... Ah! Wie gemein! Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Aber wir respawnen vermutlich am Eingang des Tempels. Wunderbar. Das ist ein sehr fieser Raum. Das ist auch wieder Masse statt Klasse. Ach, ich muss wieder... Richtig. Ich erinnere mich. Es gab hier etwas. Schieberätsel. Vielleicht werde ich hier einfach mit Bomben ein bisschen rangehen, schätze ich. Bomben! Bombe! Bombe! Und Herzen auch. Herzen sind auch toll. Ach, ich habe ja auch... Richtig. Ich kann die jetzt richtig schön auf Distanz mobben. Die nicht? Okay. Aber euch... Scharfschütze, ihr habt ein Skelett mit einem Pfeil getötet. Aber hier haben wir noch eins gar nicht gespawnt. Okay, die kann ich nicht mit Pfeil und Bogen ausschalten. Wo ist er? Da drüben. Was machst du da draußen? Komm wieder rein. Komme ich an das Herz ran? Ja, ohne dass wir Schaden kriegen. Hier haben wir eine Wand, die wir aufsprengen können. Die habe ich gesehen. Sprengbare Wände, ein absoluter Klassiker. Oh, noch ein Stern. Sicher, müsste Nummer 16 gewesen sein, oder? Ich glaube ja. Und hier bekommen wir, lass mich raten, das Amulett. Die erste Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Pff, einfach die Bombe abgelegt. Und die zweite Amuletthälfte war im Norden der Stadt, richtig? So, ihr werdet weggesniped. Komm. Ich will nur Herzen. Ich mache mir nur gerade ein bisschen Sorgen um meine Gesundheit. Mein Gesundheitszustand ist gerade nicht der beste. Kann ich dich jetzt aktivieren? Ja! Brauchen wir tatsächlich nur ein halbes Amulett. So, hier können wir auf jeden Fall dich schießen. Das hat was gebracht. Warum kann ich euch in der Vergangenheit nicht erschießen, abschießen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir wieder in die Gegenwart. Oder die Zukunft. Auch das weiß man nicht. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den Heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Ah, hier kommen wir einfach wieder raus. Nett. Kleiner Shortcut. Wundervoll. Und die Mega-Schildkröte des Todes und der Verderbnis. Spin attackt uns. Ich bin auch gespannt. Ich habe gesehen, dass es wohl schon länger, ich glaube seit 2015 oder so, einen zweiten Teil gibt. Und der soll viel besser sein als der erste. Und ich finde, also ich sehe, ich bin jetzt zu drei Viertel durch mit dem Spiel, würde ich behaupten, ungefähr. Minus Collectibles. Und ich sehe jetzt von den Mängeln, die das Spiel angeblich hat, nicht sonderlich viel. So, erstmal wieder rein in Lödorf. Können wir speichern? Speichern. Dann können wir uns einmal heilen. Bei die Heilerin. Und dann können wir ganz entspannt noch 20 Runden Doppelzwilling spielen. Und dann ist die Welt untergegangen. Mist.
Aber warum sollte die Last, die Welt zu retten, auch auf unseren Schultern liegen? Es gibt so viele Menschen hier, die das auch machen können. Da müssen wir uns ja nicht angesprochen fühlen. Auf jeden Fall heile ich mal schnell. Mit dem Onkel sollen wir sprechen. Dann sprechen wir mal mit dem Onkel. Das sieht so lustig aus mit Clouds Schwert. Wir haben schon lange nichts mehr freigeschaltet. Das finde ich ein bisschen schade. Das war so mein Lieblingsfeature des Spiels, dass man so regelmäßig so ein bisschen was Neues freigeschaltet hat. Und fehlt mir ein bisschen, muss ich zugeben. So, Keres Onkel. Sid heißt er, richtig. Gut, dass ihr eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brecht zu den Ruinen von Sarutnak auf, um die anderen zu finden. Die Ruinen befinden sich im Nordosten von Augai. Den Namen hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Den Namen gibt es doch nicht wirklich. Ha, wie nennen wir die Ruinen? Nahutnak. Nein, nein, keiner kommt auf die Idee, seine Stadt Nahutnak zu nennen. Den Namen hast du dir gerade ausgedacht. Das glaube ich dir nicht. So, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich im Norden raus aus der Stadt. Renn mich nicht um, Kind. Renn mich nicht um. Und können jetzt hier nördlich raus. Bei den untergegangenen Häusern. Einfach im Sand untergegangen. Ah. Slow Heavy Metal Music playing. Schlitz. Oh, nur noch die Schildkröte lebt. Der Name ich leider... Ah, Atuin steht sogar dran. Atuin. Ich wollte gerade sagen, der Name ich mir aus dem Kartenspiel nicht gemerkt habe, aber die Namen stehen ja links dran. Ich bin doof. Genauso wie es eigentlich doof ist, mit Keres ihre Fähigkeiten nicht einzusetzen. Weil sie eh nicht trifft, wenn sie normal angreift, aber... Was erwartet ihr von mir? Ich bitte euch. Ah! Kann ich mir hier keinen Top-Schutz kaufen oder so? Aber das ist auch so cool mit den abgeänderten Super Mario-Gegnern hier. Ah! Finde ich super. Finde ich super. Nein, ich habe geheilt. Egal, ist auch nicht schlimm. War gerade auch notwendig. Aber bei den rundenbasierten Kämpfen bin ich immer aus Prinzip am Button mashen. Oh Mann. Kann ich nicht einfach los, lauf weg. Seht ihr das? Deswegen laufe ich nicht gern weg aus Kämpfen. Weil wir so einfach viel mehr Schaden kriegen, als wenn wir einfach die Kämpfe kämpfen würden. Alter! Was zum Geier? Oder was zur Wespe? Das könnte tatsächlich früher oder später etwas wehtun, diese Gegnergruppe. Hui! Das ist ein Haufen Gegner. Ja, sag ich doch. Zum Glück habe ich eine Phoenix-Daune. Die uns 20 HP. Ist halt nix. Das ist halt lächerlich. Alter, was war das? Was war das für eine Gegnergruppe? I call them Bullshits. Der Rest ist ja voll okay. Ich finde die Schildkröte sehr cool. Aber die Gegnergruppe gerade eben, hui. Die hat mich ein bisschen, unerwartet erwischt. So, mach deinen komischen Kristallzauber. Tu, was du am besten kannst. Und heil mich. Weil die Schildkröte jetzt eh besiegt ist. Ich meine, Atun. Aber wahrscheinlich bringt es gar nichts, da jetzt rechts lang zu gehen. Ich habe da oben gerade eben schon die Brücke gesehen. Nee. Ich sollte bei den Zaubern bleiben. Die machen dann doch etwas mehr Schaden.
Tatsächlich aber auch nicht so viel, leider. Da ist doch bestimmt ganz rechts noch eine Nein, hier ist sogar ein Weg. Ein Turm. Bin ich tatsächlich vielleicht richtig? Ich fokus mal die Schildkröte ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Wobei, ich kann ja auch Fiddy-Fiddy machen. Jetzt sollte ich auf jeden Fall heilen. Aber sonst hätte ich auch Fiddy-Fiddy machen können, dass Daro die Schildkröte fokust und Keres die Goombas, Zumbas. Natürlich sind keine Goombas. Würde sonst Trademark-Probleme geben. Was bist du? Ihr könnt die schwarze Zitadelle. Du bist die schwarze Zitadelle. Okay. Und warum ist jetzt hier wieder Wald? Fragen über Fragen. Man weiß es nicht. Nein, du sollst den Zumba wegmagien. Und einmal ein bisschen heilen. Keres selbst ist gerade ein bisschen low gefallen. Okay, da müssen wir tatsächlich die Brücke da oben nehmen. Ah, die Encounter-Rate ist so hoch. Ah! Und der Schaden von den Gegnern auch. Ich würde ja sagen, ich level ein bisschen offscreen, aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr so. Weil ich glaube, die ganzen schweren Kämpfe, die wir bestreiten werden, werden eh in 3D sein. Da bringt uns unser Level absolut null. Und auf der Overworld sind wir tatsächlich nicht mehr so viel. Meine ich in Erinnerung zu haben. So, hier müsste... Dann, es geht noch weiter. Ah! Spielzeitstreckungs-Encounter! Los, dafür... Ich muss meine Wut auf das Spiel... Immerhin gibt's keine MP. An den Gegnern auslassen. Los, Keres, heil hoch. Oh, und die Schildkröte müsste beim nächsten Angriff besiegt sein. Das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. So, erstmal der Zumba. Krieg ich noch eine Heilung durch. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ach, hier. Ohne Encounter, ohne Encounter. Wundervoll. Die Ruinen von Sarutnak. Jetzt haben wir hier eine Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf fürs Zwei-Player-Spiel gibt. Wählt euren Helden. Ah! Ah! Was zum Geier? Sind wir jetzt in einem Hack and Slay oder was? Oh. Wir sind tatsächlich in Diablo. Würde ich sagen, hier können wir nichts machen. Aber das heißt, wir können unsere Items nicht verwenden. Also weder Bombe noch Pfeil. Und wir sind eine Magierin ohne Zauber. RIP. Ketten-Kombo-Treffer. Greift am Ende eines jedes Hiebs an, um eine mächtige Kombo zu entfachen. Sollen wir jetzt einen Feuerring haben wir gedroppt? Super. Jetzt sind wir in einem Hack and Slay. Ah. Die Problematik ist, ich war noch nie gut in Hack and Slays. Halskette des Adlers plus 90 Trefferpunkte bringen uns Ani Ausweichchance 2% und Feuerresistenz haben wir. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob uns die Feuerresistenz irgendwas bringt.
Außerdem hätte ich sehr gerne Karte. Das wäre echt super. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Das heißt, wir müssen da rechts weiter. Wir haben einen Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Es wird immer mehr, Diablo. Und ein G-Stars Handgeschoss. Plus 10 Meuchelschaden. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Auch cool gemacht. Und außerdem, ja, wir schalten wieder neue Sachen frei. Das ist so das Schönste gerade für mich. Yay! Sind wir hier richtig? Oh Mist, das sieht so richtig aus hier. Es sieht hier alles zu richtig aus, als dass ich den Weg schon gehen möchte. Außer, das wird hier oben... Zombisse. Ah, nee, hier oben, guck mal, das läuft wieder zusammen. Was ist das? Das sieht nach Rätsel aus, glaube ich. Oder auch nicht. Kann ich... Ich muss meinen AOE-Angriff benutzen. AOE-Angriff zu strong. Gürtel der Legende haben wir bekommen. Nehmen wir hier ganz kurz. 300 Schaden an Steinen und Mauern. Sehr gut. Brauchen wir. Brauchen wir definitiv. Kappa. So, das heißt, wir müssen hier weiter. Oh, das ist... Geist des Typhon. Plus 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen. Nicht sicher, ob Torchlight oder Diablo. Aber hier scheint es gar nicht lang zu gehen. Dann nach oben geht's auch nicht weiter. Hier unten kamen wir ja her. Hier war ich so, hier will ich aber nicht lang, weil der Weg sieht halt so richtig aus. Oder habe ich es einfach nicht geschafft, durch den Ausgang gerade durchzugehen? Ach, hier scheint es weiter zu gehen. Okay, gut. Gut, ich habe mich tatsächlich nicht verlaufen. Wundervoll. Hehe. Dynamische Beleuchtung. Oh ja, Zeit mit eurer Waffe Funken sprühen zu lassen. Nice. Hier können wir auf jeden Fall speichern. Und ich würde sagen, es ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, um zu speichern tatsächlich. Denn wir sind schon fast wieder am Folgenende angekommen. Ich kann nicht mehr sprechen. Auch deswegen sollten wir so langsam echt mal speichern und die Folge beenden. Ach, guck mal da runter. So cool. Ach, wir haben ja gerade eben noch Drags Armbinde. Verwandelt den Benutzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Super. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein mit Evoland. Ich kann keine normalen Sätze mehr bilden, deswegen hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.